Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes einmal, mir geht's gut. Ich habe hier meinen Cappuccino, mein Mann hat mir den gerade noch gebracht, weil es schon das dritte Video ist, was ich heute drehe und weil ich so viel arbeite. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so ist, schicke ich euch ganz viel Liebe. Und heute kommt ein sehr, sehr angefragtes Video. Und zwar schminken wir heute zusammen ein Full Face BH Cosmetics. Die Produkte, die ich nicht vom BH bekommen konnte, weil es die entweder nicht im Sortiment gibt oder weil sie ausverkauft waren, einfach durch andere Produkte ersetzt. Aber das sind zwei Stück. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Als erstes starten wir mit Primer und da habe ich keinen von BH gefunden. Vielleicht habe ich ihn auch übersehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier von Essence den aus der High Beauty Trend Edition und werde mir den einfach jetzt mal aufgeben. Ich finde den richtig gut. Übrigens wurde ich in meinem letzten Schminkvideo gefragt, ob das Schminkprodukt, was ich benutzt habe für mein Gesicht, schlecht oder aggressiv ist, weil mein Gesicht danach so rot aussah. Das ist auf keinen Fall der Fall. Mein Gesicht ist einfach immer sehr gut durchblutet und deswegen gerötet und auch wenn ich es anfasse, also mein Körper reagiert egal wo sehr stark auf Berührung mit Rötung. Machen wir weiter mit der Base. Die möchte ich nämlich heute zuerst machen. Es gibt eine Foundation von BH Cosmetics. Die mag ich sehr gerne. Ich habe sogar eine mal komplett aufgebraucht. Da ich aber momentan super viele Foundations habe, die ich noch aufbrauchen möchte, möchte ich heute nur einen Concealer benutzen. Ich mag das ja total gerne, nur Concealer in meinem Gesicht aufzutragen und die dann einfach so auszublenden. Viele sagen immer so, wenn du so viel Concealer benutzt, dann kannst du auch Foundation benutzen. Niemals ist das die gleiche Menge, wirklich niemals ist es nicht mal annähernd ein Foundation-Pumpstoß. Ich habe jetzt hier den Total Coverage Concealer, Farbe 106. Der ist sehr, sehr gelb. Er hat so einen Fußapplikator sozusagen, also ganz, ganz einzigartig finde ich auch. Also ich hatte noch keinen, der auch genauso ist. Meistens haben die ja immer ein Schwämmchen. Ich gebe jetzt so ein paar Punkte meinem Gesicht auf und ihr seht schon, er ist wirklich sehr gelb. Verteile das jetzt einfach hier noch. Ich gebe nicht wirklich Zusatzprodukt auf. Also ich nehme das hier von der Stelle und tue das auf diese Stelle. Das sieht jetzt super viel in meinem Gesicht aus. Das ist aber nur, das ist so wenig wirklich. Ihr braucht ganz, ganz wenig von diesem Concealer. Und dann blende ich das Ganze aus. Weiter geht's dann mit Puder. Da habe ich keins von BH. Also ich habe kein Kompaktpuder oder sowas gefunden. Deswegen benutze ich jetzt einfach das von Rival Loves Me. Ihr seht, ich habe da schon Hit the Pan. Ich brauche sehr gerne momentan einfach auch Produkte auf. Auf meine Fullface-Reihe, die ihr euch ja so gewünscht habt jetzt, werde ich definitiv dann auch immer nur Produkte kaufen, die ich mir für mich auch gut vorstellen kann oder die ich auch wirklich benutzen werde, weil klar, solche Videos sind hilfreich, aber wenn ich dann hinterher die Produkte nie wieder benutze, dann ist es einfach eine schlechte Art von Konsum, auch wenn ich damit ein Video mache. Weiter geht's mit Bronzer. Da habe ich die geswatcht, die es im DM gab, aber die waren einfach irgendwie zu warm für mich. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, die zu benutzen. Es gibt Bronzer, aber ja, ich benutze jetzt einfach einen, den ich schon zu Hause habe. Das ist von der Pastel Breeze Limited Edition, der Bronzer von Rival Loves Me. Dann möchte ich jetzt einen Blush benutzen. Und zwar dieses hier, sieht so wunderschön aus. Das ist der Stu Cheek Blush in der Farbe Honolulu Hideaway. Und es ist tatsächlich unbenutzt, obwohl ich es schon richtig lange besitze. Es hat so eine wunderschöne Prägung. Es hat auch so ein Overspray mit Gold. Und ich habe das immer nicht benutzt, aber es hängen richtig schöne Erinnerungen dran, weil ich habe das auf einer meiner ersten Glows gekauft. Gehe ich jetzt mit meinem Blushpinsel von Essence rein. Und das ist wirklich ein gut pigmentiertes Blush. Ui! Anhand der Blushfarbe könnt ihr schon erahnen, in welche Richtung wir so gehen heute. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr aufgetragen, damit ihr den in der Kamera auch gut erkennen könnt. Und einfach, weil ich heute Lust habe, ein bisschen zu overblushen. Finde ich auf jeden Fall mega schön. Trotz, dass es halt auch diesen goldenen Overspray drüber hat, der jetzt auch verschwindet, wirkt es eher matter, aber so semi-matt. Nicht sehr ausgetrocknet auf dem Gesicht. Als nächstes benutzen wir etwas für die Augenbrauen. Und da habe ich jetzt hier den Duo Brow Pencil Shade and Define in der Richtung Farbe Blond. Die Farbauswahl ist jetzt nicht so der
Brüller, aber es ist okay für die Drogerie und was man da sonst so sieht. Ich hoffe, er ist kühl genug. Ganz oft sind ja diese Blondfarben, genau wie viele andere Farben, einfach viel zu rot. Ja, ich brauche was Kühles und deswegen testen wir das. BH ist ja echt nicht günstig und ich muss sagen, dass gerade bei Augenbrauenstiften, wenn ich was Neues teste, ich immer Angst habe, dass es jetzt rausgeworfenes Geld war, weil ich echt richtig wählerisch bin mit Augenbrauenprodukten, was die Farbe angeht. Und auf der anderen Seite ist das. Nein, das sind zwei Stifte. Habe ich beim Tester gar nicht gemerkt. Also ihr habt auf der einen Seite einmal so eine dickere Mine und auf der anderen Seite so ein Micro Brow Pencil. Ich mag das nämlich eigentlich richtig gerne, wenn noch so ein kleiner Spoolie an der anderen Seite ist, weil ich immer meine Augenbrauen durchkämme. Ein Augenbrauengel habe ich in der Theke jetzt auch nicht entdeckt und benutze jetzt einfach meins von Action. Das ist einfach für mich das allerbeste. Dann habt ihr einmal ein Vorher und ein Nachher. Also ich finde es krass, wie gut wirklich die Farbe auch zu meinen Härchen passt. Ich mache jetzt noch schnell die andere Seite. So, ich habe jetzt noch mal kurz meine Augenlider so ein bisschen gesettet. Ich bin einfach noch mal mit dem Schwämmchen drüber gegangen, um alles Produkt einfach noch mal so einzuarbeiten, damit ich eine schöne Lidschattengrundlage habe. Damit geht es nämlich jetzt weiter. Und ich habe einige Lidschattenpaletten von BH. Ihr habt die Zodiac-Paletten schon so oft gesehen bei mir und bei anderen. Deswegen dachte ich, ich zeige euch heute noch mal was anderes. Die Palette von Ellie habe ich auch hier. Aber ich möchte heute gerne einen Look mit der Daisy Marquez-Palette schminken. Finde ich, ist eine wunderschöne Palette. Ich weiß nicht, ob sie gerade immer noch im Sale ist, aber ich habe sie für 9,60 Euro statt 25 Euro gekauft auf BH Cosmetics direkt. Und das sind die Farben. Ich finde die wirklich richtig toll. Und wir wollen heute sowas schminken zusammen, was so in die pinkliche Richtung geht. Und dann starte ich auch direkt. Ich benutze als erstes den Ton hier oben. Das ist so ein zarter Rosaton. Die Farbe Naked. Und benutze so einen fluffigen Blenderpinsel und gebe das erstmal über mein gesamtes bewegliches Lid. Ich denke, das ist so eine Farbe, die man bei vielen nicht sehen wird oder die nur so zum Setten gedacht ist. Bei mir sieht man sie auch kaum, aber ich denke mal, wenn ihr zum Beispiel dunklere Haut habt, wird die richtig rauskommen auch. Dann benutze ich so einen flachen Lidschattenpinsel und benutze die Farbe Stunt. Das ist dieser rosé-goldene Ton hier und den gebe ich jetzt erstmal hier vorne auf. Ich werde heute keine Cut Crease oder sowas schminken. Und ihr seht, die Farben sind wirklich, wirklich schön pigmentiert. Falls ihr Erfahrung habt mit den Paletten, die so immer wieder rauskommen von BH, könnt ihr das auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann benutze ich jetzt den Ton hier. Das ist die Farbe Lust. Und den gebe ich hinter den ersten Ton. Das ist so ein movigerer Fliederton mit Silbereinschlag. Die Farben sind sehr, sehr hell und sich sehr, sehr ähnlich und man sieht jetzt noch nicht so einen großen Unterschied. Aber ich benutze jetzt so einen Blenderpinsel und gehe in die Farbe Passion Fruit. Das ist dieser auberginefarbener Ton hier. Der kommt auf dem Auge aber eher pinker rüber. Den tupfe ich jetzt mit so einem Blenderpinsel hier hinten ans Ende meines Lides und verblende das Ganze auch schon mal ein bisschen in der Lidfalte. Was mir an den Farben auch so gut gefällt, also an denen hier, aber generell an den BH Lidschatten, die Qualität ist wirklich richtig, richtig schön. Und besonders das Ausblenden gefällt mir halt extrem gut, weil wenn ich eine Sache nicht leiden kann, dann wenn Lidschatten sich nicht ausblenden lassen, das nervt mich. Ich gehe jetzt nochmal hier rüber und verblende die Kanten. Das soll halt jetzt kein Bam-in-your-face-Look sein, sondern wirklich zart. Jetzt benutze ich noch einmal die Farbe Stunt, also nochmal dieses rosa Peach und baue das jetzt noch einmal hier auf innen und gehe nochmal über die Kanten drüber. Und jetzt benutze ich anschließend die Farbe Icy, das ist das Weiß hier, und benutze dafür so einen Applikator. Und gebe das mir hier in meinen Augeninnenwinkel.
könnte das natürlich jetzt noch mehr abdunkeln, aber ich möchte einfach, dass es so rosig frisch bleibt und nicht zu dunkel am Auge wirkt, weil die Lippen noch bam werden. Und jetzt möchte ich als erstes einmal Mascara auftragen, bevor wir mit dem unteren Wimpernkranz, obwohl, die Palette hat halt auch so richtig coole Farben, wie auch dieses richtig krasse Rot-Orange hier, das Gelb und auch das Grün hier ist mega cool. Und ich möchte jetzt gerne noch so ein Pop of Color einfach unten auftragen. Ich glaube, ich benutze die Farbe Daisy. Das ist dieses Mint hier. Dann benutze ich so einen flachen Pinsel und gebe das hier unten an meinem Wimpernkranz auf. Ist halt nur eine Pastellfarbe, deswegen ist es jetzt nicht so super auffällig, aber hat einen Hingucker-Effekt. Das ist definitiv mal was anderes. Und jetzt machen wir weiter mit Mascara. Als erstes werde ich einmal meine Wimpern biegen. Und dann werde ich diese Mascara hier auftragen. Die sieht so, so cool aus. Das ist die Stella Lash Mascara. Ich habe übrigens null Fallout von den Lidschatten. Und das finde ich halt immer bei den BH Lidschatten so cool. Und ja, jetzt zur Mascara. Das Bürstchen ist ein Faserbürstchen. Und hat so eine ganz gewundene Bürste. Erinnert mich ein bisschen an die Revolution Mascara. Und die ist mir nämlich jetzt leer gegangen. Und deswegen freue ich mich, dass ich diese jetzt austesten kann. Die gefällt mir mega gut. Also meine Wimpern sind halt super, super gerade. Es ist mir immer wichtig, dass ich jede einzelne erwische. Und natürlich auch, dass die Mascara den Schwung hält. Aber ich finde immer, eine Mascara ist sowieso bei mir persönlich immer erst am besten, wenn sie so ein bisschen trockener geworden ist. Diese ist hier schon relativ trocken. Aber ich mag die dann halt immer am liebsten, wenn die schon so ein, zwei Wochen alt und offen sind. Wenn meine Mascara antrocknet, mache ich das immer so. Also ich drücke quasi mit meinen Fingern dagegen oder beziehungsweise drücke mit meinen Wimpern gegen meine Finger und biege die halt beim Trocknen sozusagen nach oben, weil meine Wimpern von Natur aus wirklich so sind. Habt ihr auch ein Auge, was immer schöner wird? Also bei mir wird immer dieses Auge schöner mit den Wimpern. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber auch mit dieser Mascara ist es so. Sie gefällt mir sehr gut, weil sie jede einzelne Wimper greift und sie ist wirklich sehr schön schwarz. Ja. Sehr hübsch. Und jetzt kommen wir zum Highlighter. Und da benutze ich jetzt die Marvin Palette. Da sind nämlich wunderschöne Lidschatten drin und auch Highlighter. Und ich werde jetzt die Farbe Deluxe und Florets löschen. Löschen? Mischen. Und die auftragen. Ich dachte mir, vielleicht habt ihr die Marvin Palette ja auch und braucht einen Grund, sie mal wieder rauszukramen oder vielleicht eine Erinnerung daran, sie mal wieder rauszukramen. Ich finde einfach, dass die Highlighter super zu diesem Look passen, also zu diesem goldigen, sehr rosanen Look. Dann benutze ich jetzt einmal kurz Fixing Spray. Da benutze ich das von Max & More. Das ist von Action, das Make-up Fixing Spray Hydrating. Jetzt benutzen wir noch Lippenstift zusammen. Da habe ich hier einen von den Colourlock Lipstick in der Farbe Dark Rose. Und der ist jetzt richtig dunkel. Ja, ich schau mal. Ich hoffe, er passt zum Look, aber darum geht es ja eigentlich auch nicht. Das ist definitiv meine Go-To-Herbstfarbe. Also sowas trage ich super, super gerne. Es ist eher ein matter Lippenstift und man merkt auch schon, dass er sehr gut hält. Also ja, er macht mega weiße Zähne. Ich habe mich sehr schwer getan mit dem Auftragen, dadurch, dass es halt so eine richtig krasse, gerade Fläche ist. Ab jetzt wirklich nur noch mit einem Lip Liner auftragen würde, weil es einfach zu ungenau wird. Und ich bin sonst wirklich so, dass ich quasi nie Lip Liner benutze, auch für dunkle Farben nicht. Ich hoffe, dass euch der fertige Look gefällt und außer des Lippenstiftes war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, das kann ich euch nicht empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!